Das Wetter präsentiert Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. Das Radio Steiermark Alm Erlebnisteam hat sich schon heute auf das morgige Gipfeltreffen eingestimmt. Das Wetter hat dabei leider nicht ganz mitgespielt. 0 Grad und Schneefall hier herum am Dachstein, das wird aber das morgige Gipfeltreffen nicht gefährden. Aber für das heute geplante Klettersteigrennen war es dann doch zu unbeständig. Das Race, das Skywalk, ist leider verschoben. Es wäre zu gefährlich. Und so hoffen wir, dass am 16. August bei herrlichem Wetter dieses Rennen stattfinden kann. Die Gipfeltreffen-Fans, die trotzten dem Wetter und wanderten dann Richtung Brandalm. Und dort sind sie dann in der Stube gemütlich zusammengesessen. Das hält uns alle jung, das hält uns alle jung. Unsere geplante Gletscherwanderung haben wir umdisponiert und sind runtergewandert vom Hunerkogel zur Brandalm. Und wie die Brandalm hinten auftaucht, ist jetzt zum Schütten wieder angefangen, also sind wir zugekehrt und verschieben die Gletscherwanderung auf nächstes Jahr. Trotzdem haben wir da eine Gaudi, familiäre Atmosphäre und freuen uns aufs morgige Gipfeltreffen. Um 11 geht's los morgen mit dem großen Radio Steiermark Frühschoppen mit allerfeinster Musik. Es wird richtig lässig und dann verbringen wir einen gemeinsamen Tag hier im Gebirg mit viel Musik auf allen Hütten. Dafür sind die Gäste weit angereist. Ja, ich bin von Saarbrücken bis hier ungefähr 750 Kilometer angereist und komme immer wieder in meine alte Heimat Steiermark. Und einen vertrauten Geschichtenerzähler wird es morgen auch geben. Ja, der hat eine liebe Geschichte mitgebracht. Da geht es um einen Kirchenplatz. Das ist ein Zentrum, wo man Freiräube zusammengekommen ist und viel erzählt hat. Sich was erzählen lassen, der Musik lauschen oder einfach auch wandern gehen. Morgen dann beim Gipfeltreffen in Ramsau am Dachstein, von dem wir auch auf Radio Steiermark berichten werden. Und da wird man dann wohl auch die Regenbekleidung brauchen, denn schon am Vormittag wird es im Bergland sowie im Süden erste Regenschauer geben. Tagsüber kann der Regen dann kräftig ausfallen. Nach Frühwerten zwischen 11 und 13 Grad sind am Nachmittag 21 bis 23 Grad möglich. Der Montag wird wieder sehr unbeständig, es kann punktuell kräftig schütten. Sonne gibt es nur selten. Der Dienstag bringt leichte Wetterbesserung und zwischendurch auch wieder etwas Sonne. Am Mittwoch dann schon wieder mehr Wolken und Regenschauer, es bleibt aber zumindest warm.